Was machst du hier? Geh oder ich ruf die Wache. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Mhm. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone, brauchen wir dich. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Ja, okay. Da brauchen wir nicht versuchen mit Magie. Na los, lass mich vorbei. Was machst du denn da mit dem Schwert? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Du hast da drinnen nichts zu suchen. Ja. Was hast du da drinnen getrieben? Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahn nun wieder korrigiert. Was? Irgendwer will mit uns sprechen. Wer, von wo und warum und wieso kommen wir nicht aus dem Dialog raus? Wir kommen aus dem Dialog raus. Alles klar. Du bist keine Gnade. Keine Gnade. Ja, 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 ganz entspannt. Ja, so. Das waren ein bisschen viele. Können wir euch jetzt einfach alle so töten? Ja? Geht das? Nö, die leben noch. Schade. Na gut. Bleibt mal liegen. So. Das war jetzt gerade irgendwie merkwürdig. Das ist auch schon das zweite Mal, dass ich hier bin. Weil... Das wird hier noch... Nein, das wird mir nicht mehr leid tun. Weil... Beim ersten Mal war das auch schon so komisch, dass wir in einem Dialog waren und nicht mehr rausgekommen sind. Ich gehe davon aus, dass ich den Teil einfach rausgeschnitten habe, weil sich das ähnlich verhalten hat wie hier, nur dass wir gar nicht mehr aus dem Dialog rauskamen. Ich habe Angst, dass uns jetzt ein bisschen was ent... Warum hat der denn so viele Lauten? Sei mal leiser. Rankenhieb. Ja, Koristo hat natürlich noch das ganze Erz und auch hier wieder Münzen im Inventar. Das ganze Erz, das wir ihm für die Robe gegeben haben, hat er noch nicht versoffen. Das klingt unrealistisch. Gut, da können wir jetzt eigentlich das ganze Lager auseinandernehmen. Hier wieder die obligatorischen Münzen im Inventar, damit die Leichen nicht verschwinden. Aber jetzt sind wir ja da, jetzt dürfen sie ruhig gehen. Da! Ernsthaft? Was wird das, wenn es fertig ist? Ist, glaube ich, ganz gut, dass wir gerade noch Stärke gelevelt haben. Bei den Armbrustschützen ist Magie halt echt nicht so geil. Warum nehme ich das Zeug hier mit? Ich brauche doch nichts mehr. Ich glaube zumindest, dass ich nichts mehr brauche. Gut, also es ist wahrscheinlich jetzt so eine Nebenquest, dass wir uns irgendwie noch Stone angeln. Warum auch immer. Hier haben wir sowieso alles ausgenommen. Jetzt musst du dran glauben. Kriegen wir den durch? Den kriegen wir durch. Die Welle ist ziemlich groß. Ich habe immer Angst, dass die überhaupt nicht so weit reicht, die Welle. Und warte deswegen viel zu lang, bis die Leute bei mir sind, glaube ich. Kriegen wir den da oben mit der Welle? Die Antwort ist ja. Finde ich gut. Wir können schon wieder was trinken. Vor allen Dingen hier unten was. Okay, wie kriegen wir euch denn sinnvollerweise weg? Euch komische Armbrustschützen. Ach, der hat ja gar nicht mehr so viel. Gut da. Da. Du bist an. Keine Gnade. Richtig. Keine Gnade. Wenn wir uns da jetzt um die Ecke stellen, kriegen wir Cutter dann trotzdem? Geht das durch die Wand durch? Ja, das geht durch. Die Names sollten wir uns vielleicht noch anschauen, ob es irgendwo noch Lore gibt. Rabenrecht. Da ballert ja immer noch einer.
ich hab da was für dich. Pass auf. War da noch einer? Wie weit kommt die Welle? Hör auf mit der Magie! Der lebt ja noch. Der lebt nicht mehr. Das ist ganz gut. Das ist ein Gardist. Skars Schwert. Eingänglicher Name. Kata. Das war Standard-Gardisten-Gedöns. Gut, im Gefängnis. Wollt ihr mich verarschen? Stellen wir uns halt hinter die Wand. Das geht auch. Hab das jetzt. Oh, Torus ist auch tot. Gibt es Torus Schwert oder... Tatsächlich Torus Schwert. Zweihandwaffe. Haben wir schon eine bessere Einhandwaffe jetzt gerade gefunden eigentlich? Weil bei Zweihand sehe ich uns halt nicht so. Zweihand, Einhand, Gasschwert. Gut, können wir sogar ein bisschen tragen. Der... Was hängt denn da schon wieder rum? Ich erinnere mich, wir hatten das schon mal mit Fällen und Krügen und so weiter. Also der Schmied sitzt im Gefängnis. Das Gefängnis ist wahrscheinlich da unten. Gehe ich mal stark von aus. Was ist denn mit Gomez? War Gomez der, der mit uns reden wollte eben? Das sah ja sehr nach seinem Thronraum aus. Können wir Gomez jetzt aufs Maul hauen? Hi, was geht's denn so? Ja, nicht nur ein Blumen. Außerdem habt ihr angefangen. Ihr habt meine Familie gekillt hier. Also hier die Feuermagier und so. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Das funktioniert nicht. Guck dir mal meine Rüstung an. Und ich hätte noch eine stärkere gegen Pfeile. Tschüss. So. Ich erinnere mich, als ich das Spiel angefangen habe, habe ich gesagt, können wir Erzbaron werden? Wenn gleich keine Erzbarone mehr da sind, können wir uns dann einfach selber zum Erzbaron ausrufen? Freund Gomez? Wie sieht's denn aus? Wenn du Streit suchst, komm ruhig näher. Kann man noch mit ihm reden? Mach das nicht nochmal! Was denn? Was genau? Kann man noch mit ihm reden? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Potenziell schon. Er hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Man hat also auch die Wahl, ihn leben zu lassen, obwohl alle anderen einen hier angreifen. Ich meine, alleine damit Syra mal eine Pause bekommt, muss man ja eigentlich, ne? Wenn du Streit suchst, komm ruhig näher. Ich komm näher und näher und näher und noch näher und noch... Stirb! Was hast du denn? Innos Zorn. Kann man dich sonst noch ausnehmen? Nicht so sehr. Aber ich sehe, du hast ein bisschen Schaden gemacht. Dann können wir eben mal was trinken. Ich würde gerne nochmal mit ihm reden, wenn er wieder aufwacht. Das hättest du besser nicht getan. Sagt der Mann ohne Willst Leben. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Potenziell schon. Aber da ich Magier bin... Schon gut. Du hast ja gewonnen. Das ist richtig. Schon gut. Penner. Was die freie Mine überfahren. Ach, Kerkerschlüssel, sag bloß. Gomez Schlüssel öffnet Gomez Truhen, öffnet Lagerraumtüren im Keller. Ring der Unbesiegbarkeit, Ring der Macht. So, Mädels. Wie sieht's aus? Er guckt leider nur nach hinten. Warum guckt er nur nach hinten? Ich will in die andere Richtung gucken. Ich bin jetzt euer Erzbaron. Kann's aufhören zu tanzen, ist gut. Hast genug getan. Und zieht euch mal was an. Was sind denn das für Klamotten? Ich meine, ich würde auch hier... Ich würde spenden. Ist fast wie ein Kleid.
Ach, dann halt nicht. Ich wollte euch ja nur was Gutes tun. Ja, hallo. Was rennst du vor mir weg? Ich bin jetzt ein Erzbaron. Mach mir was zu essen. Weiße Bedienstet heutzutage, das gibt's ja nicht. Nur oben war ja noch jemand. Können wir die auch befreien? Ich glaube, es war diese Tür. Alles klar, Mädel, du bist frei. Du kannst auch hier bleiben, du kannst aber auch einfach gehen. Und ich glaube, an die Truhen hier sind wir nicht rangekommen beim letzten Mal. Rache, Stahl, Troll, Faust, das Zeug haben wir doch schon. Hier sind noch Stärketränke. Oder ein Stärketrank. Aber wirklich, du kannst gehen, ist alles gut. Du musst nicht hier bleiben. Shh. You're not allowed to talk to us. Sagt wer? Ich bin jetzt der Erzbaron hier. Ich sag, ich darf das. Was machst du jetzt? Nur weil denen mein Gesicht nicht gefällt. Moment, da ist noch ein Schwert. Arthurs Schwert. Was hast du noch? Oh, sonst gibt es nicht so viel. Wir können mich immer eben die Tränke reindrücken. Hier der Stärke. War da noch ein Geschicklichkeitstrank bei? Nee, war nicht. Okay. Keller. Darin haben wir keinen Keller gesehen. Dann gucken wir uns mal woanders um. Hier ist auch nicht so sehr Keller. Da waren wir aber auch schon. Wir hatten Turm, aber da war kein Keller. Hier liegt ein paar Erz, was wir nicht mehr brauchen. Hier ist eine Leiter. Hi! Alles gut? Du bist auch keine Gnade. Richtig. Was hat der denn hier für Kreise gezogen mit seinem Blut? Das ist ja heftig. Sag doch einfach, wenn du deine Tage hast, dann musst du nicht arbeiten. Das geht schon. Das kriegen wir alles hin. Dich als dein Erzbaron. Erzbrocken brauchen wir überhaupt gar nicht. Aber das sieht doch hier aus, als ob hier keine Kiste steht. Das ist enttäuschend. Erzbrocken. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal liegen, weil ich glaube wirklich, dass wir es nicht mehr brauchen. Blutschneide. Ja, natürlich. Ist das das Gefängnis? Wie geht's da rein? Pfeil. Toll. Noch mehr Pfeil. Ja, komm, brauchen wir alles nicht. Nehmen wir den noch mit, dann können wir auch die Tür öffnen. Wie sieht's denn aus? Hier so im Kerker. Kommen wir hier auch wieder hoch hinterher? Ist das... Das ist draußen? Kommt man einfach so in die Burg? Kann ich mir nicht vorstellen. Also die sind mit Sicherheit abgeschlossen, die Türen hier. Das heißt aber, hier geht es nicht zum Kerker. Auch wenn es hier runter geht, da ist Ende. Komm hoch da. Was haben wir hier noch? Kommen wir jetzt wirklich überall rein? Das ist nicht der Kerker, auch wenn es so ähnlich aussieht. Also der Kerker wird ja wohl das Ding in der Mitte sein und mit dem Gitter drüber. Und das Gitter hier unten, das wird wahrscheinlich auch Richtung Kerker gehen. Das heißt, der Kerker müsste ja hier ungefähr sein, wo wir gerade sind. Nur halt ein Stockwerk tiefer, dann versuchen wir es da drin mal. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich sind das die Schlafplätze der Gardisten. Kommen wir da so ran oder müssen wir die knacken? Wir müssen die knacken. Okay. Ja, sollen wir die wirklich durchknacken? Ich meine, wir brauchen es wahrscheinlich echt nicht mehr. Geht's hier hin? Was auch immer. Was haben wir hier? Geht's wahrscheinlich wieder raus, oder? Hier ist die Schmiede, ja.
Können wir die knacken? Das dauert. Ja. Essenz der Stärke, da ist tatsächlich noch ein Stärketrank drin. Wir müssen ja alles durchknacken. Rohstahl. Toll. Und rostiger Zweihänder. Ja, gut. Ich fürchte, das brauchen wir alles nicht mehr wirklich. Was stehst du da rum wie angegossen? Was hast du mit der Waffe vor? Bist du entspannt? Du lernst schnell. Bist du entspannt oder greifst du mich an? Wegen der Ausrüstung? Ich dachte, ich frag nochmal wegen der Ausrüstung. Zisch ab! Wow. Wo geht's denn hier lang? Da kommen wir so nicht rein. Da kommen wir gar nicht rein. Skip, hast du einen Schlüssel? Ich frag für einen Freund. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Zeige ich dir. Links, rechts. Siegbringer. Hast du einen Schlüsselkumpel? Du hast jede Menge Erz auf jeden Fall. Du hast Dietriche, Pfeile. Wow. Ich bin noch nicht fertig damit, dich auszunehmen. Bleib liegen. So. Siegbringer. Ja, kann das sein, dass er sich die ganze Zeit den Kopf am Tisch stößt? Ihm geht's gut. Okay. Wo könnte es noch zum Kerker gehen? Geht's durch den Turm vielleicht noch nach unten? Offenbar nein. Spring! Ja, das geht schon. Das hier sieht halt sehr kerkerig aus. Magier können wir ausschließen, da waren wir überall. Waren wir hier überall? Das ist... Ah, da geht's noch hoch. Da waren wir drin von der anderen Seite. Aber da gibt's noch eine Tür. Da geht's einfach nur raus auf den Gang. Zum Torhaus quasi. Geht's auch noch hoch. Schauen wir uns um. Wer weiß, was wir noch so Schönes finden. Es wird sich sicherlich lohnen. Können wir hier zumachen? Okay. Mal gucken, was es bringt. Ich vermute, dass das die Winde fürs Tor war. Wo sind wir denn hier? Da sind Truhen. Ah, die ging ja relativ schnell, aber was Spannendes ist hier nicht drin. Nächste. Falsch. Richtig. Ah, was Spannendes ist hier nicht drin. Ja, komm. Leg dich vernünftig hier raus. Da war eine Leiter. Wo führst du uns denn hin? Das ist zwar genau die falsche Richtung, eigentlich wollen wir ja nach unten. Aber sie ist halt nun mal da. Was soll ich machen? Okay, das ist wirklich der Aussichtspunkt am Turm. Am Tor. Da ist das Tor nach draußen. Können wir das eigentlich wieder aufmachen? Wir stehen offenbar falsch, um die Leiter zu greifen. So kommen wir runter. Da ist noch eine Tür, in der wir noch nicht waren. Schön, dass wir jetzt einfach mal überall hin können. Die knacke ich nicht alle durch. Es lohnt halt nicht mehr. Wir haben, glaube ich, alles erreicht. Wir haben genug Geld. Ah, jetzt sind wir oben. Okay. Finde ich ganz gut. Nee. Nicht wieder zumachen. Aufmachen. Die knacke ich nicht alle durch.
auch wieder Schlafräume. Okay, dann springen wir einfach hier runter. Das wird schon gehen. Und hier geht's noch runter. Das sieht doch kerkerig aus. Du schon wieder? Hm. Ich hätte dich schon am ersten Tag im See versenken sollen. Hm. Damals hatte ich keine Chance. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Hm. Du Wurm. Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. Ja, doch. Pass auf. Hier. Gut, ne? Furchtbringer. Ich lasse dich nicht nochmal aufstehen. Ob das noch interessante Dialoge gegeben hätte? Ich denke eigentlich nicht. Da steht doch direkt der nächste Pansen. Er rennt weg, dann darf er leben. Ausnahmsweise, ich gestatte es. Da ist nichts. Da ist ein Schalter. Ich habe im Ork-Tempel die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer gut ist, einen Schalter zu drücken. Aber das macht ja nichts. Okay, wir sind jetzt hier eingesperrt. Das ist okay. Damit komme ich klar. Was haben wir denn hier? Nichts. Und keiner hat hinter mir die Tür zugemacht. Das ist ja enttäuschend. Das ist auch nur ein Skelett, oder? Ja, das ist auch nur ein Skelett. Okay. Eine Tür? Da ist einer. Das ist Stone, oder? Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez Schergen. Nicht? Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Hatte es Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Mhm. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Ja, kein Ding. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Schmiedet ihr mir jetzt eine Rüstung oder was? Wir sehen uns. Lass mich mal vorbei. Was bedroht er das denn so? Ja, und wir haben ja gerade erst zwei Rüstungen bekommen. Warum nicht noch eine? Hier ist auch nichts. Okay. Hier geht's noch weiter. Was sind denn das hier für Vorrichtungen eigentlich? Ich merke, ich kenne mich zu wenig mit Foltermethoden aus, glaube ich. Oder mit Kerkern im Allgemeinen. Na gut. Ach ja, wir haben ja das Tor zugemacht. Der ist immer noch eingesperrt. wo war der Schalter? Da war der Schalter. Ernsthaft? Vor mir haben die Angst. Ihn greifen die an. Das ist irgendwie cool. Bleib mal hier. Noch einmal und du kannst was erleben. So. Steck die Scheiße. Entspann dich. Ich hab dir gerade das Leben gerettet, ja? Was will der denn bei den Magiern? Apropos Magier. Liegen doch noch welche. Münze, Feuerpfeil. Torretz. Dem haben wir so viel verkauft und wir kriegen das jetzt alles wieder. Ach du Scheiße. Aber noch ein paar Tränke, das finde ich ganz gut. Ein paar Spruchrollen, die wir auf gar keinen Fall gebrauchen werden. Meine Fresse, haben wir dem viel verkauft. Du bist zwar nicht an der Schmiede, aber du stehst hier rum. Jemand aus dem alten Lager ist tot und dein Name wird dabei erwähnt. Nicht nur einer. Nicht nur einer. Wir sehen uns. Wir sehen. Ist der jetzt sauer? Brauchen wir hier so ein freundlich Stimmen oder was ist los? Wir müssen Dinge trinken. Haben wir nicht so ein freundlich irgendwo noch gehabt? Aber in der Rune hatten wir davon nicht, oder?
Nee. Keine Ahnung. Gut, dann haben wir aber das alte Lager einfach mal ausgeräumt. Das ist halt komisch, weil er gesagt hat, wir treffen uns an der Schmiede. Wir haben das alte Lager ausgeräumt. Was ist denn... Ja, die rennen alle vor uns weg. Können wir noch mit Gravo reden und sagen, wir haben ein Problem mit Gomez? Wir können nicht mehr mit Gravo reden. Er hat Angst vor uns. Kollege, bleib mal stehen. Ich muss mit dir reden. Hallo. Hey. Hallo, Gravo. Ich muss mit dir reden. Hey. Huhu. Nicht weglaufen. Ich will da nur mit dir reden. Ich kann nicht mit dir reden. Dann gehe ich halt schlafen. Mano. Ich bin sowas von ausgeruht. Das Lager gehört jetzt mir. Alle laufen vor mir weg. Das Leben ist gut. Der redet nicht mit mir, oder? Nein. Haben wir jetzt das Spiel verbuggt? Wir sehen uns gleich wieder.